Servus, der Marc von Business Studio ist hier und bei mir ist die Jessie. Hallo. Aus, grüß dich, aus Holzkirchen, bei München sozusagen. Genau. Mit dem Zug hergekommen heute Morgen, habe ich schon gehört, um 9 irgendwas oder halb 10. Ja, halb 10. Und nachher wieder zurück um 7. Stimmt das? Ja. Na, was ich alles weiß. Und eine gute Fahrt gehabt? Ja, war ein bisschen sehr kurvig. Kurvig? Zug, ja. Kurve? Nein, ich fahre doch geradeaus, oder? Nee, ja, heute nicht. Nicht? Nein. Nein, nein, nein. Aber du siehst trotzdem noch ganz passabel aus. Das kann ich nicht so schlimm mitbringen. Du machst ein Cornspiercing und genau. Du hast schon mal eins gehabt. Ja. Und da ist jetzt so ein Knubbel, sagst du. Und dann schauen wir, und du hast Wildfleisch gehabt, die Piercer hat nicht gewusst, was sie machen soll. Genau. Und dann ist es rausgenommen. Ja, rausgenommen. Was im Zweifel immer eine gute Option ist, ja? Ja, also, das ist... Ich kann mal... Kann das dann nochmal passieren? Wildfleisch kann immer kommen, auch bei mir. Also ich bin jetzt nicht... Wildfleisch kommt auch bei meinen Kunden, bei genug sogar. Aber ich weiß halt, wie man es in den Griff kriegt. Und ich gebe den Kunden halt auch die richtigen Tipps, Pflegemittel, Produkte und so weiter. Also Wildfleisch ist jetzt nichts, wovor ich Angst habe. Im Gegenteil, wir kämpfen mal und fertig. Also wenn es kommt, kommt es, ist uns wurscht. Dann schreibst du mir das auch aus München eine kurze Mail und ein Foto dazu. Dann schreibe ich auch zurück, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, ich schreibe natürlich genau, was du machen sollst, dann geht es wieder weg. Okay? Okay, so, Labrett, Kugel mit Stein, auch für dich. Ach, dann der Labrett, 3 Kugel mit Stein. Gut. Okay. Haare färben, wenn ich das sehe, so ein bisschen nicht gut. 6 Wochen nicht mehr, ne? Ja. Dann dampft man zu im Sauna und schwimmen gehen 3 Wochen nicht. Beim Schwimmen gehen gibt es ein paar Ausnahmen. Wenn du in Seen und Flüsse gehst, wo die Qualität vom Wasser gut ist, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, München-Starnberger See oder sowas, ja, dann könntest du da reingehen, da ist die Wasserqualität wahrscheinlich gut genug, da kannst du auch sogar kurz untertauchen, sollte nichts passieren. Okay. In Meerwasser dürftest du sogar reinspringen, kein Problem, darfst Tauchen drin machen, auch nichts. Chlorwasser? Bitte lieber nicht. Ja. Außer man hat einen eigenen Pool, wo kaum Parteienverkehr ist und wo du nur bis hier reingehst, dann geht das. Aber diese ganzen öffentlichen Badeanstalten bitte 3 Wochen nicht reinrufen. Das ist immer sehr gefährlich. Von der Pflege her, wenn du die richtige Pflege machst und auch die Pflegeprodukte nimmst, also Prontalin, Spray und Gel, dann klappt das eigentlich sehr gut und zwar auch ohne Wildfleischgefahr. Also, da hast du normalerweise kein Problem. Das da ist. Mach ich mal keine Sorgen. Ich lehne dich mal kurz hinten an. So, dann desinfizieren wir das Öhrchen. Mhm. Wie lange ist diese Geschichte her? Ich habe es im März stechen lassen. Also dieses Jahr, 2019? Genau. Jetzt haben wir August, passt. Das ist kein Problem. Gut. Schade eigentlich, dass es hätte nicht passieren müssen, weil hätte mit den richtigen Produkten und Anleitungen das in den Griff kriegen können. Aber es ist im Zweifel, bevor man dann was falsch macht, besser man macht es raus und macht es neu. Es tat so weh. Willst du Ringe tragen auch, Jessie? Ja. Okay. Aber am besten kleine Ringe. Mhm. Ich würde jetzt einen Hauch drunter gehen, ja, weil man sieht die Narbe eh nicht mehr. Mhm. Und einfach dann in eine neue Hautschicht, wenn sie noch ist nur mal sicher. Schaust du dir mal den Spiegel kurz an, Jessie. Ganz ruhig. Kannst du auch weiter oben machen. Ja, ich will es weiter oben machen. Weiter oben? Mal drüber. Das ist ganz, wie du möchtest. In 6 Wochen kann man es dann tauschen auf einen kürzeren Stecker. Mhm. Wenn du willst, auch einen Ring. Allerdings, für einen Ring würde ich mir dann, wenn du nicht bei mir bist, zum Wechseln lieber Zeit lassen. Schau mal, auf der Höhe ungefähr. Ja. Und wenn ich jetzt das so mache, die Ringgröße, ist sie dann groß oder klein? Das liegt nicht an der Höhe, das liegt am ja, Ohr und am Durchmesser von hinten, genau. Aber die wird 8 mm sein bei dir. Okay. Also klein. Kleiner geht's gar nicht. Ein bisschen weiter nach innen geht's nicht, oder? Wenn ich jetzt mehr nach innen gehe, dann wird der Ring größer. Würde ich dir nicht raten. Ach so. Okay. Nee. Also wenn ich jetzt mehr reingehe, dann brauchst du einen größeren Ring. Ich würde es so lassen. Also das finde ich finde es gut. Ich würde es nicht noch mehr nach innen machen. Ja? Ja. Sagen wir so? Sicher? Ja. Gut. Sicher. Das ist deine Entscheidung, dein Ohr, ich möchte dich da nicht überfordern. So, vom Ablauf wird es folgendermaßen sein: Wir werden die Stelle jetzt stechen. Jetzt nehmen wir eine kleine Zange, halten wir hinten dein Ohr fest, stechen das durch, das geht eine Sekunde, wir machen den Schmuck rein. Hat das damals wehgetan oder wie war es? Nein, also
Nur gebrannt, aber. Okay. Hast du ein Hühnchen stehen gerade? Nein, in Holzkirchen. Okay, gibt's da auch ein Stück? Ja, gut, warum nicht? Naja, mit Tattoo. Nein. Ja, bin ich immer nicht so ein Fan davon. Das ist oft so, sag ich mal, das ist wie die Wurstsemmel. Die Wurst kommt vom Metzger, die Semmel vom Bäcker, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und bei Tattoo und Piercing, die meisten Tätowierer sehen es genau gleich wie ich. Die sagen auch, gute Tätowierer ist meistens kein guter Piercer und andersrum auch nicht. Ja. So. Also, keine Angst haben. Und du hast deinen YouTube-Kanal uns kennengelernt, oder? Ja. Seit wann schaust du schon? Also, bevor ich mir das stechen lassen habe. Okay. Aber war sonst alles sauber da, hygienisch, hast dich da sonst nicht? Das heißt, du hast meine Videos geschaut und hast dann dort gedacht, scheiße, das ist aber nicht über Marc, oder wie? Ja. Kacke. Ja, du hattest mal was mit den Handschuhen erzählt und die haben das auch... Fertig. Das, den Schmuck einfach mit der bloßen Hand angefasst, dann kurz mal drauf gemacht und das war in so einer Schatulle. Genau, was nicht sein soll. Genau, das war nicht verpackt, gar nichts. Ja, nichts. Ich verstehe es nicht. Ich meine, klar, Hygiene kostet Geld und auch Zeit. Ja. Also du kannst nicht vorstellen, was wir an Zeit verbringen, das einzupacken. Ich habe meine Mitarbeiter, die packen nur also im Tag zwei Stunden, teilweise drei Stunden Piercings ein. Steril. Steril machen, einpacken, putzen, steril machen, rauspacken, kühlen, einschlichten, beschriften. Das ist alles auf. Aber das muss man halt machen. Anders geht's nicht. Wer nicht sauber arbeitet, der kann sich, muss sich nicht wundern, wenn es irgendwann dann die Leute in Probleme haben. So. Lebst du noch? Ja. Guckst du dir im Spiegel an. Ja. Schön? Sehr schön. Ja. Gut. Dann haben wir dich jetzt mal wieder gerettet von dem damals. Wenn dann Wildfleisch kommt, bitte keine Panik kriegen. Wir kriegen das in den Griff. Ja. Dann nimmst du dir an die Wildfleischdisk von uns auf der Homepage, ich schreibe dir die Stablänge, die du brauchst, die Disk dann bestellen und alles, dann kriegen wir es in den Griff, dann schreibe ich dir noch die Mittel auf, die wir vielleicht brauchen. Aber als ersten Schritt, wenn sowas wirklich kommt, ist, dass du mir bitte eine Mail schreibst und mir sagst, wann du da warst, dann guckt man das System nach, wann du warst, hier warst, was ich gemacht habe, was für Schmuck das war und so weiter, und dann empfehle ich dir alles andere weiter. Zu 90% kommt kein Wildfleisch, kann ich beruhigen. Also es ist wirklich nicht so, dass es immer kommt, so wie du es schon beschrieben hast, vom Ablauf in dem Studio bin ich der Meinung, dass da wahrscheinlich einfach die Hygiene einfach auch mangelnd war. Wahrscheinlich auch der Schmuck aus Chirurgenstahl. Ja. Und dann und haben das, wir. Was ist das? Titan. Oh Gott. Nur. Klar. Ich und dann, vertrag das an sich. Genau. Und dann haben wir schon die Erklärung, warum das gekommen okay, ist. Okay, gut. Das nimmst du bitte auch noch mit. Ja. Bonded in Spray und Gel, damit halt das gut ab. Erster Schritt ist Bonded in Spray. Da sprüht ihr bitte zwei, drei Sprühe vorne und hinten aufs Ohr. Wenn du es eingesprüht hast mit der Küchenrolle, die du feucht machst, putzt das Ohr vorne und hinten ab. Und zum Schluss kommt dann von dem Gel drauf. Vom Gel reicht ein kleiner Tropfen, auftupfen, vorne hinten, und das bisschen vorne zurückschieben. Nie drehen, nur hin und her schieben. Okay. Drei Wochen bitte zweimal täglich und dann drei Wochen einmal am Tag. Das heißt sechs Wochen im Stück. Also erst sprühen, einwirken lassen, mit der Küchenrolle reinigen, Gel drauf tun und dann das Gesehen vorne zurück bewegen. Okay? Haare, wenn du die Haare so wie jetzt hast, also so geschlossen, ist es immer besser. Offene Haare sind natürlich einfach in Gefahr für Bakterien und Überträger von Keimen. Immer die Haare zusammenlassen, wenn es geht. Ich glaube, du hast meine Haare, oder? Die wirken irgendwie viel. Also ist am Anfang besser Pferdeschwanz oder so wie jetzt. Nach sechs Wochen wird es wurscht sein. Okay. Thema Ring selber einsetzen, eher nicht so gern. Na, weißt du, du hast noch nicht so viel Erfahrung mit Piercings. Und also ich habe schon einen Ring eingesetzt. Hast du schon gemacht? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ja, ich habe es nicht gesehen. Aber wenn du es dir zutraust, probier es. Sonst vielleicht lieber in ein Studio gehen. Mein Tipp ist aber, nimm den Ring von uns mit. Dass du sagen kannst, ich will den Ring, dann haben wir das richtige Material, auch die richtige Größe. Und wenn du dann sagst, den Ring möchte ich drin haben, das sollte dann eigentlich machen. Okay? Okay? Gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? Dann hoffe ich, hat es sich gelohnt, dass du gekommen bist. Ja, sehr. Du hast dich wohlgefühlt? Ja, sehr. Gut. Dann sehen wir uns vielleicht mal wieder zum Stechen. Ja. Und ansonsten ja, in den YouTube-Videos. Da siehst du mich nicht. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir fürs Kommen und fürs Filmen lassen. In diesem Sinne, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal. Ciao.